Zauberer sind heute wer? Medien. Die Medien zeigen dir eine Sache, die nicht der Wirklichkeit entspricht. Gestern wurden mit einem Schlag 400 Menschen getötet. In den Nachrichten kommt in Deutschland, es gab 50 Todesopfer. Für wen halten die Leute also für dumm? Also, das ist das Problem. Man will, das ist Zauberei. Also Medien heutzutage. Das ist das Ziel der Zauberer. Was haben die Zauberer gemacht? Sie haben die Wahrheit verdeckt. Als Musa a.s. sich getroffen hat mit den Zauberern. Und Allah azza wa jalla erwähnt das auch im Koran. Und dann haben sie ja ihre Schnüre, Seile und Stöcke geschmissen. Sagt Allah was? Und dann haben sie was? Die Blicke der Menschen verzaubert. Die Schnur ist eine Schnur geblieben. Ein Stock ist ein Stock geblieben. Was haben sie verzaubert? Die Blicke. Du siehst nicht eine Schnur, du siehst eine Schlange. Aber es ist keine Schlange. Als Musa a.s. den Stock geworfen hat, ist was passiert? Der Stock wurde zur Schlange. Als die Zauberer das gesehen haben, die haben das gemerkt, weil deren Blicke, die sind geschützt davor, ja, also mit Magie und so weiter, möge Allah uns bewahren, dass man selbst dann nicht ja, diese Zauberei sieht. Die sehen, ey, dieser Stock ist eine Schlange, das ist keine Magie mehr. Das ist keine Zauberei. Deswegen haben sie an Allah geglaubt. Haben sich sofort niedergeworfen. Also Zauberei ist was? Fälschung. Das ist Zauberei. Und die Fälschung, ob du das jetzt mit Hokuspokus machst oder mit ARD und ZDF, das ist egal. Das, am Ende ist das eine Veränderung der Tatsachen. Ja? Und psychologisch. Ja? Auf der einen Seite, oh, da wurden getötet. Ja? Und dann kommt, ja, was ist mit den Leuten in Gaza? Ja, da sind 500 Leute gestorben. Aha. Einfach so, die lagen so und dann sind sie gestorben. Warum benutzt du jetzt nicht das Wort getötet? Psychologie. Damit du keine Empathie empfindest. Ah, ist gestorben, jeder stirbt. Mein Großvater ist auch gestorben, oder nicht? Getötet. Oh, ja, sag doch bei beiden, dass sie getötet wurden. Das ist Zauberei. Also jetzt nicht Zauberei im wahren Sinne, sondern im metaphorischen Sinne natürlich. Ja? Also die Fälschung, die Änderung der Tatsachen. Oder Änderung der Tatsachen. Ja, ich bin mir sicher, es werden keine Kriegsverbrechen gemacht. Da bin ich mir sicher. Lebst du auf dem Mars? Hast du hier irgendwas gesehen? Aber man will es einfach was verpacken, dass eben doch keine Verbrechen stattfinden. Also diese List, die List Al-Qaid, ist Rückenmark des Verbrechens.